Hier haben wir eine asymmetrische Version eines modernen Urnenschmucks, und zwar auf einer wunderbaren, besonderen Urne aus Wildeiche von der Eifeler Urnenmanufaktur Schiffels. Wunderbar, dass es Menschen gibt, die uns sowas hier zur Verfügung stellen, dass wir wirklich eine schöne und ästhetische Sache zeigen können. Das Besondere ist hier, dass die Ranken sehr weit ausschwingend gearbeitet wurden und hier schon statisch einiges an Belastung auf das florale Medium, den Oasis Terrabrik Floral Media, einwirkt. Wir haben hier auch einen Stein aufgelegt, damit man die Statik auch sicher hat. Es ist natürlich auch möglich, diesen Stein zu fixieren. Da muss man sich dann noch ein bisschen was überlegen, vielleicht auch mal ein Loch bohren, Splitstab, geht alles mit dem Steinbohrer, alles schon gemacht. Das florale Medium ist mit einem Juteband fixiert, ganz handelsübliches Juteband, und das ist so grob gewebt, dass man durch das Band durchstecken kann und damit das Band auch fixiert hat. Das heißt, man muss es nicht zusammenkleben. Einfach um den Urnendeckel herum, Blumen durch, und dann hält die Sache. Wir haben es auch hin und her getragen, funktioniert, und so kann man wirklich außergewöhnliche, asymmetrische, grafisch lineare Arbeiten auch machen. Und hier, ich gebe es zu, haben wir so ein bisschen den Härtetest gemacht, wie viel hält das florale Medium aus, und wir sind zu dem Schluss gekommen, da geht einiges.